Unglaublich, unglaublich. Ich war heute auf der Bank und wollte meinen Anlageberater sprechen. Der ist nicht da, hörte ich. Aber ich habe ihn doch durch die Scheibe gesehen. Kann schon sein, aber er hat sie zuerst gesehen. Es gibt Banker, die tragen den Kopf so hoch, dass sie schon nicht mehr die Füße sehen, mit denen sie auf den Gefühlen von Geschädigten herumtrampeln. Ein Banküberfall ist jedoch humaner geworden. Statt einem Revolver genügt jetzt eine CD. Obwohl das Vertrauen in einige Banken ist wieder gewachsen. Ich habe gesehen, wie ihr Bäuerche 5.000 Euro abgeholt hat. Der Kassierer zählt vor 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Da sagt der Bauer, lasse sie nur. Wenn es bis dahin gestimmt hat, stimmt es auch hinne. Wo es ja nicht mehr ganz so stimmt, ist bei der FDP. Dabei hat Westerwelle behauptet, wir haben in 18 Monaten mehr erreicht als andere im ganzen Jahr. Als Minister des Äußersten packt er auch heiße Eisen an. Er macht sich Gedanken, wann in Namibia das Dosenpfand erhöht wird. Ist Osama Bin Laden noch erkrankt an seiner Nebenhöhlenentzündung? Und warum macht sich jeder verdächtig, wenn er nach einer Schwedenreise sagt, ich habe mich königlich amüsiert? Amüsiert habe ich mich auch über Stuttgart. Wenn Stuttgart 21 gebaut, könnte man in 35 Minuten von Stuttgart nach Ulm fahren. Aber Herr Mappus, wer will denn schon nach Ulm? Nachzulesen in dem Buch Das gestörte erotische Verhältnis der Bundesbahn zu ihrem Gleiskörper. Das hatte anscheinend auch die Multikulti-Tante Claudia Roth gelesen. Mit ihrem Olympia-Gesinnungsleasing. Sie ließ sich bei der Castor-Blockade von den Gleisen tragen, obwohl sie doch gar nicht tragbar ist. Diese zölibatverstärkende Grüne. Wird spätestens als Großmutter begreifen, dass Dame nicht nur ein Brettspiel ist. Ich stehe in diesem Hohen Haus im Jahre 6 unter Merkel. Gestern hat mir der Bundestag mit 15 Jahren 8 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen zum Geburtstag gratuliert. Mit Nein stimmten auch die sprücheklopfenden, kommunistisch geprägten Gewerkschaftsfunktionäre der Linken, Ernst und Lötsch. Ernst und Lötsch, die gefährlichste Verbindung seit Nitro und Glycerin. Ernst erhält monatlich 17.000 Euro, fährt Porsche und kämpft gegen Reichtum. Aber das macht doch schon Schäuble. Früher hat man denen, die anderen etwas weggenommen haben, öffentlich auf dem Marktplatz die Hand ab. Daher öffentliche Hand. Schäuble, die Krone der Schröpfung. Um dem Steuerzahler die Rosinen aus dem Kopf zu holen, setzt er beim Finanzamt Korinthekacker ein. Fehlt nur noch, dass Norbert Blüm sagt, der Euro ist sicher. Dem Rainer Brüderle würde ich das glauben.
Das ist ein netter Kerl. Doch, von dem kannst du alles haben, aber das Problem, der hat nichts. Nur jeder achte Bürger sei noch mit seinem Arbeitsplatz zufrieden. Da sagt sich der Arbeitslose, gut, dass ich den Absprung rechtzeitig geschafft habe. So ist das halt, die Schlauen leben von den Dummen und die Dummen von der Arbeit. Wirtschaftsminister Brüderle hat jetzt durch die Verlängerung der Laufzeit für Atomwerke Rabatte ausgehandelt. Und so fließt der Strom des Geldes. Wenn die Konzerne den Rabatt an die Verbraucher gleich vergüten, gleich Strom. Und wenn sie wegen der Steuer erst den Anbieter wechseln, Wechselstrom. Doch in der Praxis sind Stromer. Um Stromer zu fangen, wurden im Münchner Flughafen Nacktscanner erprobt. Und das Ergebnis ist so, wie wenn der Tower den Captain im Flugzeug fragt, geben Sie Ihre Position durch. Und der Captain sagt, ich sitze ganz vorne. Bei dem Volksentscheid in Bayern zum Rauchverbot gingen nur 35% zur Wahl. Der Rest war sicherlich Zigaretten holen. Wahrscheinlich auch Seehofer. Erschrocken sind einige, als er sagte, der Islam gehört zu Deutschland, aber ohne Türken und Araber. Worauf Sarrazin bemerkte, in 20 Jahren sind wir Deutsche 17 Millionen weniger. Ja, da war ja die Ganzwiedervereinigung für die Katz. Aber unser Bundespräsident beeilte sich zur mutigen Stellungnahme. Ich bin der Präsident von Christen, Juden und Muslime. Ja, und die restlichen Bürger? Ein arabisches Sprichwort wäre hier treffender gewesen. Wenn du redest, dann muss deine Rede besser sein, als dein Schweigen gewesen wäre. Aber auch mit Schweigen wird's bei ihm nichts, denn er hat in seinem Büro eine Krabbelecke eingerichtet. Die schwangere Familienministerin Schröder freut's. Denn früher hatten die Eltern 4 Kinder, heute haben die Kinder 4 Eltern. Und jeder Haushalt muss künftig Rundfunkgebühren zahlen, ob er ein Gerät hat oder nicht. Aber das führt doch zu Klagen, auch bei Alimenten. Ob du der Vater eines Kindes bist oder nicht, du hast ja das Gerät dazu. Väter sollten ja auch nicht vor ihren Kindern bedrungen sein. Also erstmal den Kindern einschenken. Obwohl Alkohol in Maßen macht intelligent. Daher nennt man auch den Kasten Bier den Brockhaus des kleinen Mannes. Und das Erwachen kommt in der Schule. Die Polizei sucht jetzt verstärkt nach Schulschwänzer. Letzte Woche haben sie 3 Lehrer zurückgebracht. Spötter behaupten ja auch, es gibt 2 wichtige Gründe, Lehrer zu werden. Juli und August. Okay.
Bildungsministerin Chavan bedauert, wenn 10% aller Schüler Walter Ulbricht für einen oppositionellen Liedermacher der DDR halten und der Vorname von Hitler wäre Heil gewesen, dann ist das bei weitem nicht so komisch, wie es sich anhört. Hätten die doch besser abgeschrieben? In der geöffneten Feldpost aus Afghanistan war zu lesen, der Gutenberg könnte eigentlich die Taliban allein besiegen. Bei seinen vielen Vornamen glauben die, es käme eine ganze Armee. Lieber Herr Baron, Ihr persönliches Frühwarnsystem hat versagt. Ihre Waffen waren nicht intelligent genug. Aber jetzt konnten Sie auch den Dum-Dum-Geschossen nicht ausweichen. Mein Gott, in der Welt gibt es so viel Not und Elend und wir Deutsche diskutieren zwei Wochen lang über Anführungszeichen. Und Sigmar Gabriel von den anonymen Sozialdemokraten nannte Gutenberg einen Esel. Jetzt wissen wir auch, warum seine Staatssekretäre mit IA unterschreiben. Doch Merkel hat sich gleich hinter Gutenberg gestellt, als er jetzt von vorn angegriffen wurde. Für viele bleibt er Sympathieträger. Man soll ja schon Angela Merkel gesehen haben mit Gel im Haar. Bisher regiert sie wie eine Art Knautschzone zwischen Wille und Weg. Nach der Devise, gestern war ich noch unentschlossen, doch heute bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Wie beim jüngsten Besuch von Sarkozy in Freiburg. Ausgerechnet ihm ließ sie Zigeunerschnitzel servieren. Ungesund, mein Rössler. Er glaubt immer noch, auf dem Gesundheitsamt wird man gesund, als ob es auf dem Finanzamt Geld gäbe. Darunter leidet die Ernährung. Adam und Eva hatten diese Probleme nicht, waren ja auch keine Chinesen. Die hätte der Appel liegen lassen, hätte die Schlange gefressen. So sieht es auch Rom. Rom hat sich jetzt geöffnet, Kondome erlaubt. Den Turnvater Jan hätte es gefreut. Frisch, fromms, fröhlich, frei. Aber der Papst hat ja gut lachen, sitzt im gepanzerten Sicherheitspapamobil und predigt Gottvertrauen. Da gibt es auch keine Alkoholkontrollen wie bei Frau Käßmann. Der Polizist fragte sie, haben Sie Restalkohol? Und sie sagte, immer die Bettelei. Doch lieber eine betrunkene Bischöfin als ein nüchterner Bischof Mixa. Eigentlich hätte Mixa bekennen müssen, Asche auf mein Haupt. Aber Asche auf mein Haupt hätte auch einigen in Rheinland-Pfalz gut gestanden. Cornelius Tacitus muss 110 nach Christus schon an Böhr und die CDU, wenn die SPD Bamberger und den Nürburgring gedacht haben, als er sagte, der Germane ist hartnäckig, auch im Schlechten. Und nicht nur deshalb hat Kurt Beck Albträume. Auch wegen seinem ersten FCK und dem Fußball. Er war beim Arzt, Herr Doktor, ich träume jede Nacht vom Fußball, immer nur vom Fußball. Da fragt der Arzt, können Sie nicht einmal von was anderem träumen, vielleicht von einer schönen Frau? Da sagt er, nein, nein, in der Zeit könnte ja ein Tor fallen.
Julia Klöckner hat auch einen Traum. Sie möchte am 27. März Kurt Beck zum Klöckner von der Notre Dame machen. Eine Art Quasimodo. Obwohl, im Landtag sind sie auch Quasimodo und Monetto. Doch sie sollten do sein bei der Wahl im März, denn schlechte Politiker werden von denen gewählt, die nicht zur Wahl gehen. Ja, Deutschland, Deutschland, über alles wächst mal Gras. Ist das Gras so ein Stück gewachsen, frisst sein Schaf und sagt, das war's. Er ist in der Mainzer Fastnacht zu einer Institution geworden seit Jahren, verkörpert er den Boten vom Bundestag, unser Jürgen Dietz. Wer so lange wie er in der Mainzer Fasnacht auftritt, ist natürlich in ganz Deutschland bekannt, bekannt für seinen scharfzügigen Humor und seine trockenen Pointen. Eins darf ich dich am Schluss aber nur fragen, Jürgen. Bist schon mal nachts um eins, so zwischen eins und zwei Uhr, durch die Altstadt gegangen? Hast du mal gesehen, da gibt es ein Haus, da brennt oben ganz im dritten Stock ein einsames Licht. Weißt du, warum dieses einsame Licht dort brennt? Dort sitzt ein Lehrer, der noch arbeitet. Lieber Jürgen... Ja, lieber Jürgen, hab herzlichen Dank. Aber Moment. Was noch was? Ja, aber es heißt ja immer, der liebe Gott weiß alles. Die Lehrer wissen es besser. Der Lehrer weiß alles besser. Meine Damen und Herren, wir verabschieden Jürgen Dietz mit einem dankbar dreifach Donnerdin. Genau.